Meine Stadt der Zukunft, mein Lüneburg der Zukunft, das möchte ich mir erträumen. In meinem Lüneburg der Zukunft sind alle Menschen gern, weil sie sich hier wohlfühlen und weil sie hier glücklich sind. Und warum sind sie glücklich? Weil mein Lüneburg der Zukunft klimagerecht ist und alle ein gutes Gefühl haben, hier zu leben, in dem Wissen, dass damit trotzdem es gelungen ist, die Lebensgrundlage für unsere Kinder und Enkel für ein gutes Leben zu sichern. Mein Lüneburg der Zukunft ist energieautark und klimaneutral. Und die Menschen sind hier glücklich, weil sie sich frei und schnell bewegen können, überall hin. Und dabei hört man den Verkehr kaum, denn er ist entweder nicht vorhanden oder emissionsarm. In meinem Lüneburg der Zukunft macht Fahrradfahren Spaß, weil sich FußgängerInnen und RadfahrerInnen überall sicher fühlen. Und auch das Umland ist für die Menschen schnell und gut erreichbar, mit dem ÖPNV oder am liebsten mit der Bahn. In meiner Stadt der Zukunft fühlen sich auch die Kinder sicher. Im Lüneburg der Zukunft fühlen sich die Kinder aufgehoben und gehen gerne in ihre Kitas und Schulen, weil sie dort auf eine moderne Ausstattung treffen. Die Digitalisierung ist längst gelungen und vor allem, weil dort Betreuungspersonal ist, das gut qualifiziert ist, Freude an der Arbeit hat durch die Qualifikation und eine gute Bezahlung und ausreichend Menschen dort sind. In meiner Stadt der Zukunft sind die Menschen glücklich, weil sie sich ernst genommen fühlen und weil sie sich beteiligen können. Weil sie alle eine Stimme haben, ob jung oder alt, ob gesund oder beeinträchtigt. Weil Studierende und Lehrende genauso ernst genommen und gehört werden wie die zahlreichen Initiativen, wie zum Beispiel hier ja nun. In meiner Stadt der Zukunft leben glückliche Bürger, weil sie ihre Wohnungen bezahlen können. Und weil sie in Unternehmen arbeiten, die ihnen ein sicheres Einkommen bieten und diese Unternehmen, wie auch Verwaltung und Politik, die Nachhaltigkeit zu ihrem Kerngedanken gefunden haben. Mein Lüneburg der Zukunft ist bunt und es bietet Lebensqualität, weil überall auch Grünflächen und Frischluftschneisen zur Verfügung stehen. Und in meiner Stadt der Zukunft fühlen sich alle Menschen wohl, egal wen sie lieben, woher sie kommen und woran sie glauben. Ein Traum? Vielleicht. Aber nur wer Träume hat, kann sie auch verwirklichen. Deshalb kandidiere ich als Oberbürgermeisterin für Lüneburg, um daran mitzuwirken, diesen Traum Schritt für Schritt Wirklichkeit werden zu lassen. Und erste Maßnahmen dafür habe ich in meinem Programm aufgenommen. Also, lasst uns weiter träumen und lasst uns weiter eine Zukunft spinnen und sie dann gemeinsam verwirklichen.